Hey, Bonsai-Freunde, herzlich willkommen bei Tomsai, kleine Bäume und mehr. Heute geht's zum zweiten Teil der Eibe. Ich hoffe, die meisten haben den ersten Teil gesehen, wie ich hier unten das ganze tolle Totholz bearbeitet habe. Ich finde, es hat sich gut integriert und es ist auch schön geworden durch das Yin-Mittel. Ich finde, es ist auch nicht zu weiß. Es hat bis jetzt einen guten Charakter. Man sieht auch hier noch diese verbrannten Stellen. Also, ich finde, es ist wirklich schön geworden. Aber klar, ich habe jetzt letztens mir so eine Lektüre angeschaut, die ich von einem Bonsai-Freund bekommen habe, von Michael. Michael, ich danke dir für das wunderbare Totholzbuch. Hab mir da schon sehr viele Anregungen geholt und wenn ich das nächste Mal Totholz bearbeiten werde, habe ich da eine gute Lektüre, wie ich dieses Totholz bearbeiten kann und wie ich es bearbeiten werde. Ein paar tolle Techniken drinnen, die das Totholz noch ein bisschen natürlicher ausschauen lassen. Finde ich super von dir, Dankeschön. Und heute wollen wir uns mal um das ganze Grün da oben kümmern. Wir werden es jetzt zuerst mal komplett eindrahten, bisschen ausputzen, eindrahten und jo. Dann werden vielleicht noch ein, zwei Äste fallen. Das müssen wir mal noch gucken. Aber das sehen wir dann und besprechen es im Detail. Jetzt geht es erstmal dran, alles einzutraten und dafür nehme ich euch mit, aber im Schnelldurchlauf, weil das wird zu lange dauern. Okay, in dem Fall, wir sehen uns dann später wieder, wenn der Baum eingedrahtet ist und dann geht's los. Bis gleich. So, das habt ihr schon mal gesehen, wie ich das Grobe schon mal mit so einem dicken Draht eingedrahtet habe. Jetzt habe ich hier noch ein paar dünnere Äste, die wollte ich mit einem dünneren Draht eindrahten. Und dafür habe ich noch diesen alten Draht. Jetzt guckt euch den mal an. Ich meine, klar, dass wir den jetzt so nicht verwenden können, ist klar, oder? Aber wegschmeißen ist doch viel zu schade, oder? Ich zeige euch kurz einen kleinen Trick, wie ihr den Draht wieder fit kriegt. Passt mal einen Bock aus Metall. Ja. Der wackelt jetzt natürlich ein bisschen. Und sieh da, der Draht ist so wieder fast gerade. Das machen wir jetzt mit den anderen Drähten auch noch. Und dann können wir die wieder wunderbar einsetzen.
So, jetzt will ich den hier entfernen und den hier oben hier runterholen. Jetzt muss man den erstmal mal den Draht wegmachen. So. Ihr habt sicher gerade gehört, es hat ein bisschen geknackt hier, aber das ist gar nicht schlimm. Das verkraftet so eine Eibe locker. Auf die Stelle kommt einfach ein bisschen Wundverschluss drauf und dann passiert da gar nichts. Jetzt haben wir den Ast hier hinten ein bisschen mal positioniert.
Jetzt auf der Innenseite. Toten. Nur ein Toten. So. Die ganzen hier in der Verzweigung, in der Vergabelung, die machen wir mal raus. Den hier lassen wir stehen. Der hier wächst nach oben. Rechts, links, der hier kommt oben raus, der kommt weg. Links, rechts. Rechts, der ist auf der Innenseite, die lassen wir lieber mal noch. So. Wir schauen immer, ob wir, dass wir die Zwei-Ast-Drahttechnik anwenden können. Das heißt, wir suchen uns zwei Äste aus, die wir miteinander drahten können, die sich dann gegenseitig die Stabilität geben. In dem Falle nehme ich jetzt den hier und oh ja. Klassiker, Draht über Kreuz. Oh Mann.
Hey, Servus. Ich bin mal wieder dran, diesen Ast hier nach unten zu spannen. Ja, das ist so meine alle 3 bis 4 Tage Übung. Oh, okay. Fuck. Gibt es direkt nochmal einen spannenden Totholzbereich. So, ja. Es kommt davon, wenn man zu viel will, zu schnell will. Ja, wir haben es letztens schon beim Holger gesehen, jetzt ist es bei mir auch passiert. Shit happens, aber damit müssen wir jetzt leben. Hat der Baum jetzt noch einen Totholzbereich mehr? Da werden sowieso noch mal welche dazukommen und ja. Wir werden sehen, was mit dem Baum noch weitergeht. Also ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie es weitergeht mit der Gestaltung. Auf jeden Fall können wir jetzt mal schauen, dass wir den hier noch ein bisschen so rüber bekommen. Und wie es mit der Krone weitergeht, weiß ich auch noch nicht ganz. Aber es könnte gut sein, dass ich mich von dem hier auch noch komplett verabschiede und daraus dann nachher die Krone bastel, der hier hinten noch in den Hintergrund rückt und der hier wahrscheinlich auch noch ganz verschwindet. Aber seid gespannt und bleibt dran.
putzen wir wieder die Astansätze, dass wir da gut drahten können. Ich glaube, ihr könnt erkennen, wo die Reise hingeht. Nach so unten. Auch hier. Das heißt, der hier oben, der wird sehr wahrscheinlich auch noch fallen. Dieser hier bin ich noch am Überlegen.
So, also jetzt habe ich mich entschieden, der dickere Ast hier kommt weg. Was wir mit dem jetzt machen, bin ich mir echt noch nicht schlüssig. Bauen wir den hier noch als Ebene auf. Dann, was machen wir hier mit dem hier? Mit dem hier. Hey, Bonsai-Freunde, ich bin geschafft. Der Baum ist vorläufig fertig. Ihr habt viel Material gesehen. Viel Material habe ich gar nicht gezeigt. Ich war jetzt hier etliche Stunden dran an der Gestaltung der Eibe, der Taxus baccata. Die hat mir jetzt wirklich alles abverlangt. Ich habe mir auch unzählige Ratschläge geholt von Werner Magdl, von Eric Cut Matters, wenn ihr ihn kennt. Dann natürlich Christian Schulz und Michael Zucher von Martin Michaelis. Also ich habe mir überall ein bisschen was geholt und habe mir so dann quasi das Beste draus rausgezogen und Michael Rinnhofer darf ich nicht vergessen. Ja, da habe ich natürlich auch noch mit ihm ein paar Worte gewechselt. Das ist jetzt mal das vorläufige Endergebnis geworden und ich bin so gespannt auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Ich meine, ihr habt vorher das Riesending hier gesehen. Das war ja unbändig. Dann hat der ja unzählige Äste quasi an einem Fleck. Das war ja wirklich
ein Riesengewusel. Ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, sind ein paar Äste doch gefallen. Und ja, wie gesagt, ich bin so gespannt auf eure Kommentare und warte mal ab, was ihr davon haltet und was ihr mir so sagt. Ich mache jetzt noch kurz eine 360 Grad und dann bin ich raus. Und ich wünsche euch alles Gute, euch und euren Bäumen. Passt gut auf sie auf und wenn ihr Bock auf mehr Tomsai, kleine Bäume und mehr habt, lasst mir einen Daumen da, drückt ein Abo, die Glocke nicht vergessen und ihr verpasst nichts mehr. Ich wünsche euch was. Habt die Ehre. Ciao.